Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000. Und jawohl, beim letzten Mal haben wir ja die Fremen beschützt und einen Hakonnen-Stützpunkt ordentlich dezimiert. Und in diesem Part geht's wieder gegen die Ordos mal abwechslungshalberweise. Und ja, dann würde ich sagen, Freunde, geht's direkt mal los. Ich nehme den Punkt hier vorne. Ich sehe, Sie haben die Falle der Hakonnen überlebt, aber die Fremen nicht. Wenn Sie sich doch nur etwas eher bei mir gemeldet hätten. Ich habe es dir gesagt. Für mein Volk ist der Tod der Preis der Freiheit. Sie wären nie in harkonnische Gefangenschaft gegangen. Wir sind nicht eure Verbündeten. Nur einem gehört Dune, Shai-Halut, dem Wurmgott. Dumme Atreides. Ihr redet und redet nur über die Hakonnen, doch ihr erkennt nicht die wachsende Gefahr durch die widerlichen Ordos. Ha! Die haben einen Schmugglerraumhafen in der Bestattungsebene angelegt, habt ihr davon gewusst? Auf unserer heiligen Erde! Zerstört ihn und wir werden euer Angebot überdenken. Wir Fremen bezahlen unsere Schulden. Los, machen Sie es kurz. Der alte Kaffee-Junkie, ey. Oh Mann. Ja, Freunde. Wir sollen auf jeden Fall jetzt mal einen Orders-Stützpunkt platt machen, auf jeden Fall. Und Cuts ziehen wir richtig geil. Sehr schöne Kontaktlinse, die da hat. Fände ich auch gerne, auf jeden Fall. Und ja, dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Ja, die Artillerie gibt es hier endlich. Belagerungspanzer, Reichweite groß. Ja, das ist so wie die Artillerie. Sehr effektiv gegen Gebäude und Manneken. Eine meiner Lieblingseinheiten. So, dann haben wir jetzt hier den Raumhafen. Okay, ja, der Raumhafen haben wir letztes Mal schon kennengelernt. Und das war es auch schon leider. Alles klar, ich muss aber wieder kurz gucken. Ich habe mal wieder keinen Sound. Also bis gleich. So, Freunde, ja, da bin ich wieder. und... Ja, keine Ahnung, warum das der Sound manchmal weggeht, aber das ist ja ein Problem, was man doch... ach, blödes Mannequin. Ein Problem, was man doch in den Griff bekommen kann. So, dann baue ich die Platte halt manuell noch auf. Alles klar, Freunde. Genau, wir sollen hier in dieser Mission einen Orders-Stützpunkt platt machen. Und, oh Gott, ich glaube, ich weiß, was für eine Mission das ist. Ich habe die Tage mal... ein Let's Play gesehen von dem Spiel. Und da habe ich gesehen, wie einer mit der Mission doch seine Probleme hat. Aber ich hoffe, die werden wir nicht kriegen, Freunde. Ja, wie gesagt, in der Mission gibt es dann zum ersten Mal die Belagerungspanzer. Finde ich sehr geil. Und, ja. Kann man hier unten hinbauen? Ich glaube nicht. Ne, aber ich könnte mir einen Bauhof bestellen und dann da unten hinbauen. Ich glaube, das mache ich auch. Hier oben kommt dann quasi nur die Forschung hin und hier unten kommt die Einheitenproduktion hin. So mache ich das. Genau. Alles klar, Freunde. So machen wir das. Aber erstmal hier natürlich wieder, wie immer am Anfang, die Raffinerie. Ja. Die gehört doch immer dazu. So. Raffinerie. Zack. Ein paar Einheiten zur Verfügung. Ein paar Panzer. Und hier so ein paar Minikun. Das passt schon soweit, ja. Ja, wie gesagt, ich freue mich mal wieder, Dune 2000 zu spielen, wie eigentlich jede Folge. Und ja, diese Folge werde ich an dem Montag vor Weihnachten hochladen. Deshalb schon mal jetzt von mir fröhliche Weihnachten an euch alle. Und feiert es schön und ja, schön mit der Familie, schön im Ruhigen alles machen, ne? Ja, genau. Und ja, am ersten Weihnachtstag werde ich, denke ich mal, auch eine Folge hochladen. Also ich mache das immer so manuell mit den Folgen. Ach, manuell sage ich schon. Geplante Folgen mache ich halt immer. Ne? Also das, Moment, ich kann ja mal erkunden fahren. Also dass die Folgen halt termingerecht hochgeladen werden, sage ich mal so. Und da der erste Weihnachtstag ein Mittwoch ist, ja, gibt's da von mir eine Folge.
Herzog. So, ich höre hier was. Aber das ist irgendwie nichts, keine Ahnung. So, hier oben haben wir Kohle. Jede Menge. Das ist schon mal ganz gut. Oh Gott, das Spiel hat sich wieder aufgehakt. Eine Sekunde. So, da bin ich wieder, Freunde. Ich habe gerade eben die Mission schon mal gespielt. Und da habe ich ziemlich auf die Fresse bekommen. Dass das manchmal sich aufhängt, das könnte mit Avira zusammenhängen. Ja, das könnte definitiv mit Avira zusammenhängen. Ich habe das Problem jetzt im Griff. Und leider sind mir eben 10 Minuten Spiel mal wieder flöten gegangen. Aber ich weiß jetzt, wie ich mich hier vorbereiten muss. Ich kann mich nicht hier einfach so auf den Basisport konzentrieren. Ich muss direkt mit Riesengeschützen auffahren. Also muss ich doch meine Einheitenproduktion hier oben hin machen. Und dann hier unten die... sag schon. So geht's nämlich schon los. Ah, sag schon. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Achso, die Forschungsgebäude, genau, ja. Ja, komm dann. Erforsch mal hier bitte. Meine Güte, also das war eben schon wieder, da kamen auf einmal 10 Einheiten an oder 20 Einheiten und dann war ich weg einfach. Ja, das war klar. Also direkt verteidigen. Okay, dann machen wir das doch. So, Freunde. Wenn ich die Waffenfabrik fertig habe, dann werde ich auch direkt Panzer bauen. Der macht wieder dück, dück, dück. Ja, genau. Und ja, Freunde. Konstruktion bereit. Wie gesagt, tut mir leid, wenn ich jetzt hier wieder so... Moment. Reicht die? Ja, die reicht noch. Tut mir leid, wenn ich hier so... Konstruktion bereit. Ja, so halb krank hier aufnehme, aber ich habe einfach Bock auf das Game und deswegen, ja. Konstruktion bereit. Nimm's mir nicht übel einfach, dass ich jetzt hier halbkrank spiele. So, Freunde. Dann bauen wir jetzt die Kaserne direkt hier unten ein paar Türme hin. Weil die werden wir brauchen. Die werden wir definitiv brauchen, ey. Meine Güte. So, du sammelst bitte mal hier vorne und nicht wieder am anderen Ende der Welt. So, Panzer. Sehr schön. Und zack. So, wir haben die Türme. Das ist gut. Die werde ich auch brauchen jetzt gleich. 136%, ja, das ist in Ordnung. So, dann stellt ihr euch mal bitte da oben hin. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen kleinlich, was sowas hier angeht, aber Freunde. Muss nicht sein, dass man hier... Ah ja, hier wurde wieder irgendeine Einheit gefressen. So, Türme, komm. Dann kann ich nämlich die hier oben hinziehen. So, und wir haben hier die Belagerungspanzer. Sehr schön. Da habe ich mich letztes Mal schon drüber gefreut. Sehr geil auf jeden Fall. Ich liebe diese Panzer. Ich brauche einfach mal einen. Weil die brauchen wir. Die werden wir definitiv brauchen gegen die Scharen an Manneken, die hier kommen werden. Aha, seht ihr da? Das wusste ich nämlich noch, dass hier zwei Panzer kommen. Genau. Zwei Panzer geleitet mit ein paar Manneken. So. Aber ich habe hier vorgesorgt, Junge. So, alles klar. Ich kann mich nur wiederholen, ich liebe die Sounds hier. So, weg damit. Sehr schön. Und? Ja, danke. Danke, habt ihr einfach mal eure eigene Einheit geplättet. Ja, gut. So, weiter geht's. Türme. Ich brauche mehr Türme, verdammt. Danach brauche ich noch ein Kraftwerk. Oh Mann, oh Mann. Ja, wie gesagt, also... Ja, der Raumhafen... Brauche ich da wirklich die Tech-Fabrik für? Nee, ich brauche noch einen Außenposten. Stimmt! Ich brauche noch einen Außenposten. Also ein Radar. So, 111%? Ja, 102, ja. Die brauchen 9% Energie, das finde ich schon krass. Also, ja. Ah, einen Moment. Irgendwas... Okay, nee, es hat sich wieder eingekriegt. Ich dachte, da kommt jetzt wieder irgendwas, aber nein.
Aber das erinnert mich daran, dass ich die Mission speichern sollte. Spiel gespeichert. So, damit hier nicht wieder irgendeine Scheiße passiert. Ich guck grad nochmal, aber der nimmt nach wie vor auf. Okay. Cool. Dann, Freunde, konzentriere ich mich jetzt wirklich auf den Bau der Verteidigung hier. Und ja. Dann gibt es mal ein weiteres Türmchen. Verstärkungen sind. Genau, die Verstärkung hier. Das werdet ihr gleich sehen, das sind nur 5 wenig. Allerdings werde ich die hier unten gleich hinpacken. Genau, ich zeige euch mal, was ich da eben schon gesehen habe von der Mission. Ihr geht mal bitte dahin. Weil da öffnet so ein Durchgang für Mannequin. Und den will ich gerne absichern. Und deshalb mache ich da jetzt die 5 Mannequin hin. So, dann geht's mal weiter hier mit dem Außenposten. So. Du fährst mal da oben hin, bitte. Konstruktion bereit. Und ja, wie geht's euch so? Also mir geht's ja im Moment so mittelprächtig. Ich hoffe, euch geht's besser als mir, Freunde. Aber ja. So, ich könnte eigentlich noch einen zweiten Sammler brauchen, ja, so langsam. So langsam, aber sicher, ja, könnte ich den zweiten Sammler brauchen. Die sind nur so übelst teuer, das ist das Problem. 1200, ey. So, dann gehst du bitte direkt hier vorm Haus abernten. Ah, nee, das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Verdammter Wurm. Aha, da, seht ihr das? Da kommt er schon mit so ein paar Nervenärschen, ja. Ja, das kannst... So, dann geh mal lieber zurück. So, den Raumhafen, den haben wir jetzt. Sehr schön, okay. Dann brauche ich aber noch eine weitere Energie. Oh, Mann. Konstruktion bereit. Und dass genau jetzt der Wurm hier von meiner Basis angeschissen kommt, das gefällt mir auch nicht. Konstruktion bereit. Ach, Mann. So, muss ich hier irgendwas reparieren? Ja, muss ich. So, aber das ist jetzt egal. Der Wurm geht weg. Und der Sammler ist auch gerade fertig. Sehr schön. Ja, hier unten ist... Das ist jetzt meine Verteidigung. Das muss da passen, so. Mensch. So. Ja, Panzer. Sehr schön. Oh, die Manneken, die sind nervig. Diese scheiß Manneken, die machen extrem viel Schaden bei den Türmen. Schaut euch das an. Wie viel Schaden 2 Manneken machen. Buff. So. Wo kann ich hier den Raumhafen gut hin tun? Einfach mal hier kommen. Ah, ich muss den Raumhafen hier oben hin machen. Das ist nötig. So, Freunde. Ja, komm. Ist egal. Konstruktion bereit. Wird gebaut. Ich muss sowieso noch einiges hier oben hin tun, ne? Naja, Freunde. Gut, dann Raumhafen, los. Den brauche ich so schnell wie möglich. Ich will das zweite MBF haben. Aha. Eine Belagerungswaffe. Zack, das war's schon. Da kommen wieder Raketen-Mannequin. Die machen so viel Schaden. Schaut euch das mal an, wie viel Schaden ein Mannequin an einem Turm macht. Übertrieben einfach. Übertrieben einfach nur, ey. Die Kohle geht da natürlich flöten, ist klar. Aber hier oben steht jetzt erstmal die Verteidigung. Hier auch. Das war erstmal wichtiger. Ach, der Raumhafen wird auch nicht fertig, ne? Mach schneller. Ja, da kommt die Verstärkung von ihm. Soweit. Ja, danke. Soweit war ich beim letzten Mal auch schon. Aber die haben keine Chance gegen meine Belagerungswaffe hier. Genau dafür habe ich hier nämlich gebaut. Genau, so. Und zack, direkt weg damit. Die Belagerungswaffe, die ist so mega geil. Einfach. Und zack, weg damit. Ach Mensch, ey. Herrgott. Mach doch schneller! Ja, Sir. Du bewegst dich, als wärst du 1 Million Jahre alt. Naja. Ich brauch definitiv schneller Geld. Bau danach direkt einen Sammler, komm.
Konstruktion bereit. Es sei denn, Moment. Wie viel kostet der am Raum? Ja, okay. Wird gebaut. Was? Aha! Die Einheiten werden vom Wurm gefressen. Alles klar. Geil. Ja, dann. So, dieser Angriff eben. Dieser Angriff, der jetzt kommt, der war es, der mich aus dem Konzept gebracht hat. Weil es war zu viel einfach. Der Wurm frisst sich hier schön voll. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Und zack. Ey, was versuchst du da? Mein Raumhafen. Hallo? 1200. Wenn der voll ist, dann... So, dann geh ich hier hin. Dann kann ich... Dann habe ich einen zweiten Sammler. Dann läuft das schon mal ein bisschen besser. Und zack. Sehr schön. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen... Nimm den. Dann erkunde ich einfach mal ein bisschen, damit ich die Angriffe früher kommen sehe und nicht wieder so überrascht werde wie beim letzten Mal. Ja. So, wie gesagt. Kohle für den Sammler. Kommt rein jetzt. Und also ansonsten gibt's... Lass aber einen Panzer in Ruhe, Mensch. Wenn man das hier Panzer nennen kann. Eine Belagerungswaffe, okay. Ja, könnt ihr drauf schießen? Ihr könnt drauf schießen, ne? Ja, sehr schön. Jawohl, Sir. Der will weiter mir nach, okay. Ja, Sir. Ja, dann... Pff, keine Ahnung, fahr einfach dran vorbei. Straf ihn mit Ignoranz. So einfach geht das. Ach, Mensch! Das war's damit, mein... Oh, doch nicht, okay. So, Stützpunkt wird angegriffen. Oh ja, da kommt einiges gerade angeschissen. Kein Geld, aber ist egal, die stehen noch gut. Ja, sehr schön. Oh, und hier war schon ein Krieg am Gange. Schaut mal hier, die ganzen Krater. Okay, dann muss ich jetzt einfach nur auf Geld warten. Sehr schön. Oh, Basis! Scheiße. Was sind das für Leute? Ich dachte, hier gibt es nur Ordres. Ah, Moment, das könnten Dings sein. Das könnten Söldner sein von denen. Ja, die haben ja Söldner als Partner. Stimmt, ja. Stimmt. So. Gut. Wo ist das MBF? Da ist das MBF. Oh, 1800. Mensch. Aha. Ja, sehr schön. Gut gemacht. Ja, ich muss im Moment einfach ein bisschen Geld sparen jetzt mal. Bereit, Commander. Was kosten die Flugzeuge? 934. Okay, davon kaufe ich mir gleich schon mal einen. Sehr schön. Schön billig. Unser Stützpunkt wird erstmal nur einen. So. Lieferungen für sehr Minuten. Gut. Alles klar. Ja, momentan ist hier nicht so viel gebacken, leider. Liegt auch daran, dass hier der Geldfluss so unterbrochen ist. Ne? Dass die Sammler noch manuell fahren müssen. Ja, das ist blöd. Ah! Ah, unten, okay. Fress mal den Panzer, komm, bitte! Panzer, fahr drüber und fress! Ah, schade, Mann. Die Würmer fressen halt nicht immer, ne? Oh, dieses Scheißwenigen da. Mensch. Ach, der will hier... Okay. Ja, klar. Wehrt euch auch nicht. So. Nein! Oh Gott! Oh, Penner. Kommt auch noch mit Raketenpanzern, okay. Heftig, ja. Genau, fahr in den Sand. Und fahr schön in den Wurm rein, komm. Ah, schade. Das wäre zu geil gewesen. Da kommt wieder dieses mysteriöse UFO. Und bringt mein Flugzeug. Sehr schön. So, ich hätte jetzt wieder... 852! Sehr gut. Na komm. Okay, kaufen, komm. So, da habe ich mein zweites Flugzeug. Sehr schön. Dann baue ich jetzt noch eine dritte Raffinerie. Ach, dritte Raffinerie. Zweite Raffinerie. So. Ich habe satt, dass ich so lange auf die Kohle warten muss. Noch 4 Minuten. Noch 4 Minuten, alles klar. So.
Die Verteidigung steht ja erstmal noch, ne? Wo wäre diese geile Mucke? Diese geile Mucke. Noch 3 Minuten. Oh, ja. Sehr schön. Ja, Mann. Richtig geile Musik. Ja, Mann. So, das wird aber noch reichen, denke ich mal, von der Energie. Und danach, ja, was soll ich danach bauen? Eigentlich sparen für einen Bauhof. Sparen für einen Bauhof, ja. Sammel doch da unten, Mensch. Ah, da kommt mein zweiter Flieger. Sehr schön. Sehr schön. So, Quad. Dann erforsche ich mal mit dir. Auch wenn du langsamer bist als dein schlankerer Freund, aber ja. Ach, das sind die Söldner, glaube ich. Ja, ja. Das sind, glaube ich, die Söldner von den Ordos. Ja, die haben einen Handelspartner. Und auch einen Kampfpartner. Oh, ja. Nein. Ja, die fahren sowieso mir nach, okay. Aber dann kann ich die halt ein bisschen weglenken. Ist auch cool. Weglocken, ja. Ja, dann fahr einfach mal runter. Dich brauche ich eh nicht so unbedingt. Ach Mensch. Ja, die wird fertig. Oh, sehr schön. So, weiteres Kraftwerk. So, die Kohle fließt jetzt, würde ich mal sagen. Und hier kommen die Einheiten. Und puff. Weg damit. So, alles klar. Und, ja, sehr gut. Hier kommt nichts rein. Das ist wieder ein Würmchen. Ein Würmchen, okay. Bescheuert. Naja, gut. Ja. Ja, das ist egal. So. Weiteres Kraftwerk. Weil ich habe nämlich genau 101%. Wenn ich jetzt noch irgendwas bauen würde, dann Energieniveau kritisch. Oder zu wenig Energie, wie es hier heißt. Oh, 2 Belagerungswaffen, krass. Weg damit. Ja. Oh, hier oben muss ich auch mal langsam, ne? Verteidigen mit Türmchen, ja. Dann mache ich das mal als erstes lieber. Konstruktion bereit. Nerv doch nicht da. Mensch. So. Ach Gott. Weg damit. Sehr schön. Alles klar. Hier unten sehen wir schon eine teilweise Basis von den Hakonnen. Anscheinend. Okay. So, ich müsste einmal kurz wieder ein bisschen abhusten. Ja. Hier oben kommt jetzt noch Verteidigung hin und dann werde ich wirklich mal den Bauhof ins Visier nehmen. 1800, ist schon nicht schlecht, der Preis. Aber hier ist jetzt voll. Die Basis ist voll. Was soll ich machen? Ja, ich muss hier unten hin. Geht gar nicht anders. Konstruktion bereit. So, dann einen Turm noch. Und dann müsste ich eigentlich noch einmal ein Flugzeug kaufen. Weil die sind überlastet. So. Aber Verteidigung ist halt auch erstmal am wichtigsten. Ne? Alter Schwede. 8. Also 3 Türme pro Kraftwerk. Okay. Naja, gut. Die sind heillos überlastet, die Flieger. Wird gebaut. So. Ja, die Energie wird nicht reichen, leider. Konstruktion bereit. Leider nicht. Aber ist kein Problem. So, wie was kosten die Flugzeuge? 864, nimm einen. So. Lieferungen 5 Minuten. Zack. Alles klar. Gut, dann brauche ich noch eine Windfalle. Und dann sollte das passen erstmal. Mit der Energie, damit ich unten weiterbauen kann. Ja. Ich will nämlich unbedingt diese Insel hier haben noch. Noch 4 Minuten. Das ist ja viel zu klein, was wir da haben. Hier oben. Passt doch nichts rein, Mensch. Konstruktion bereit. So, was kommt hier, Arnpo? Okay. Ja, Sir. Können wir hier oben noch ein Türmchen hinbauen? Noch 3 Minuten. Wurmzeichen. Ja, der ist hier unten. Das passt schon so.
Passt schon so, Fräulein. So. Wenn gleich das Flugzeug noch kommt und der Bauhof, dann wird's alles besser. Dann wird alles besser, Freunde. Konstruktion bereit. So, Schritt für Schritt. Dann speichere ich jetzt einfach mal ein bisschen Kohle, aber ich brauche währenddessen noch... Soll ich da noch einen Trike bauen? Ich würde schon gerne noch ein bisschen erkunden, bis die Kohle halt für den... Ah, schaut mal da, was da wieder ankommt. Bis die Kohle... Oh, 1,5! Das passt sogar bald, hä? 1,5! Oh ja, bitte. Her damit. Haben will. Will haben. Uff, ja. Super. Der schickt zum Glück nicht so viel. Ja, komm. Zwei Ladungen noch. Komm. Yes. Sehr schön. Batsch. Sehr schön. Der Bauf, der kommt. Wunderbar, Freunde. Wunderbar. So, dann brauche ich schon mal 4 Silos. Bevor ich die wieder vergesse. Und am besten noch, ja, noch eine Energie hier oben hin. Ja, ist ja gut jetzt. Was kommt ihr denn da? Der will bestimmt wieder in die Basis reinfahren da. So, ja. Alles klar, das passt schon so. Das kriegt er hin. 4 Türme, hallo? Natürlich. Uff. So. Reparieren. Noch 2 Minuten. Uff. Hallo? Was macht der denn da oben? Ey. So. Konstruktion bereit. Sehr gut. Unser Stützpunkt so, kommt da die Energie noch hin. Da kommt mein Bauhof, Freunde. Sehr schön. Konstruktion bereit. Dann Bau. Ja. 4 Silos. 4 Silos, wo sollen. Hier, komm. 4 Silos dahin. So. Kleine Waffenfabrik werde ich hier unten hin machen. Da ist mein Bauhof. Sehr schön. Ja. So, den werde ich hier oben auch hinbauen. Schön, schön in Sicherheit. Bevor der mir wieder platt gemacht wird, verdammt. Oh, ich hasse diese Wände. Die machen so übelst viel Schaden. So, sehr schön. Aber das haben wir wieder verteidigt, souverän. Alles klar. Ja, Freunde, die Missionen hier bei Dune 2000 dauern länger. Habe ich beim letzten Mal schon festgestellt. Weil das mit der Geldzufuhr halt auch ein bisschen anders ist. Ah, 1100. Nee, nee, nee. So, dann baut ihr mal auf. Können wir jetzt eigentlich auch schneller bauen? Nö. Oder? Weiß ich gerade gar nicht. Ach, Mensch! Dummes Männchen da. So. Dann baue ich hier unten jetzt die richtigen Sachen hin, ne? Also, Hightech-Fabrik. Warte mal, hier oben könnte ich auch noch theoretisch noch eine Raffinerie hinbauen. Ne? Noch eine dritte, aber nö. Nö, Freunde. So, fahr du mal bitte hier unten hin. Konstruktion bereit. Was kommt? Ah, ne, hier oben erstmal die leichten Panzer. So. Wird gebaut. Ihre Befehle, Sir. Dün, dün, dün. Konstruktion ja, bereit. Sehr schön. So. Wird gebaut. Da werde ich hier unten auch noch ein paar Türmchen hinstellen später. Damit die Angriffe schön abfangen. So, so muss man das machen. Alles klar. Konstruktion bereit. Freunde, dann hier. Aha, jetzt kann ich zum Beispiel noch einen Sammler und noch einen Dingstransporter. So. Sehr schön. Alles klar, dann läuft das ja mit der Geldzufuhr jetzt. Jetzt läuft das. Jetzt läuft's. Könnte ich hier theoretisch noch echt eine Raffinerie reinbauen, aber nö. Aber nö. Brauchen wir nicht. So, zack. Konstruktion bereit. Wird gebaut. Und ja. Konstruktion bereit. So, dann baue ich hier. Noch 3 Minuten. Das war dumm. Aber ist egal. Dann baue ich hier halt die Dings hin. Wird gebaut. Die Hightech-Fabrik. So. Für den Herzog. Ja.